Ja, ich kenne ja nur diesen Anti-Witz. Da gehen zwei Männer durch den Wald, sagt der eine zum anderen, ey, guck mal einen Pilz, sagt der Pilz, na und? Voll, die Presse, voll, die Presse, voll, die Presse. Voll, die Presse. Howdy ho und herzlich willkommen zur weiteren Ausgabe unseres süßen und süffisanten Medien- und Presse-Podcasts. Voll in die Presse! Jawohl! Und ich gucke nochmal in die Runde, da fehlt einer, dafür haben wir jemand anderen am Tisch. Und zwar eine Gästin, die wir letztes Mal groß angekündigt haben und damit fangen wir auch an, die Regina, die sich selbst als die rüstige Rentnerin eben hier vorgestellt hat. Das kommt nicht von mir, möchte ich betonen. Und ist auch nicht zu verwechseln mit der anderen rüstigen Rentnerin, die wir letztens im Call hatten. Wie hieß sie noch? Et Annemarie. Die muss ja auch noch mal ran. Also werdet jetzt gleich merken. Hallo Regina. Ja, hallo. Und du bist ja auch eine treue Hörerin, habe ich gehört. Und von dir kriegen wir auch immer Manöverkritik über die Facebook-Gruppe, sondern über die WhatsApp-Gruppe. Das ist ganz toll. Also vielen Dank. Wir haben uns zum Ziel gemacht, alle Hörerinnen und Hörer, die uns zuhören, einzeln nacheinander einzuladen. Das heißt, die nächsten 50 Folgen sind gesichert. Ich möchte dazu sagen, dass in der Podcast-App, die ich nutze, außer mir 3 Abonnenten bei euch sind. Das ist schon eine Menge. Das ist der Sammer, der Prolle und ich. Ja, das ist, wir sind ja ein im Wachsen begriffener Podcast seit Jahren und ein aufsteigender Stern. Und das ist auch deshalb, weil wir den gut gelaunten Sommer seit einiger Zeit hier als die Charme-Offensive und den Charme-Bolzen des Podcasts in Stellung gebracht haben. Hi, Sommer. Ja, moje. Ich finde es interessant. Ich frage mich, ob das so ungefähr noch ein Jahr lang anhält, dass das jeden Podcast zur Einleitung betont wird. Ja, ich mache das so lange, bis die Stimmung bei dir wieder kippt. Merkst du was? Und da muss man vielleicht noch dazu sagen, wir sind heute nicht im Beefhole, sondern jetzt haben wir keinen coolen Namen ausgedacht. Ja, im Sammelsurium. Im Sammelsurium, hervorragend. Hier sitzt auch ein bisschen immer spontan. Sympathisch unaufgeräumter Küchentisch, Wohnzimmertisch, Esstisch. Ja. AKA Homeoffice und damit auch herzlich willkommen Prollo Ferrari, wie immer bis auf den Punkt süffisant und pointiert. Hallo. Mhm. Mhm. Einer fehlt, aber er soll nicht hier die Sendung missen. Am Telefon, ich hoffe mit halbwegs brauchbarer Verbindung, Beef Rogers, drüben über die Straße ins Beefhole gefunkt. Hallöchen. Oh, hört sich doch gut an. So, fertig. Haben wir so viel hier gebaut und geschnipselt und gestöpselt. Können wir einfach loslegen. Und ich glaube, der Sammer, der wollte heute mal wie so ein juristisches Schmankerl als kleinen Türöffner vorstellen. Genau, ich wollte mal so richtig was ganz Trockenes bringen, um die Hörer so richtig mitzunehmen. Nein, Quatsch. Erstmal wollte ich noch mal ein paar lose Enden versorgen, sozusagen. Der Ben hatte letztens eine schöne Geschichte berichtet aus Japan. Erinnerst du dich? Das habe ich mitgebracht. Das hast du ich mitgebracht. Ich habe mich auch vorbereitet. Dann, dann verschieben wir das. Oder du erzählst es jetzt. Nein ich wollte nur sagen. Der Lokführer. Der Lokführer, ja. Ja, der Ben hatte berichtet von einem japanischen Lokführer, der irgendwie am falschen Gleis stand, um einen Zug zu übernehmen und dadurch irgendwie für eine Verspätung von 2 Minuten gesorgt hat und sein Gehalt um insgesamt sage und schreibe 40 Cent gekürzt bekam von der Bahn. Und das wollte er natürlich nicht auf sich sitzen lassen. Wir wissen, die Japaner sind auch ein sehr stolzes Volk und hat die Bahn verklagt. Und er hat tatsächlich jetzt Recht bekommen. Also das Gericht hat ihm Recht gegeben. Er bekommt das Gehalt voll ausgezahlt. Ich glaube, sogar noch ein paar Cent mehr sind es. Also ja, er kriegt 38 Cent jetzt nachgezahlt. Das Schlimmste aber an der Geschichte hast du leider vergessen zu erwähnen. Dass er keinen Schadensersatz gekriegt hat? Nee, das hatte er genau wegen Ehrverletzungen und so. Das ist ja in Japan tatsächlich ein großes Thema. Aber er ist tatsächlich letztes Jahr verstorben. Ja. Er hat das gar nicht mehr, erlebt das gar nicht mehr. Die Erben haben das jetzt zu Ende geführt. Ich weiß nicht, stand leider nicht, habe echt recherchiert, ob das so eine tatsächlich auch eine ja durch diesen natürlich sehr medienwirksamen Fall herausgelöste
Todesursache war, also dass er irgendwie an gebrochenem Herzen oder Schamgefühl oder ob irgendwas damit zu tun hatte oder vielleicht auch einfach nur. Der fiese Sack in mir glaubt, er stand vielleicht diesmal am falschen Ende der Schranke. Ja, das ist wirklich der fiese Sack in dir, ja. Prollo. Also ich hatte es auch recherchiert, witzigerweise, und ich hatte in einer Quelle gelesen, dass er tatsächlich nach kurzer, schwerer Krankheit, was war das dann ist, weil das verstorben wäre. Bei mir hatte ich auch noch einfach zusätzlich noch die Information, dass es ihm ja letzten Endes gar nicht um das Geld ging. Das ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Aspekt, den wir noch benennen müssten, sondern er sich im Prinzip vor allen Dingen dagegen gewehrt hat, wie die japanische Bahn mit ihren Mitarbeitern umspringt. Mhm. Also nicht nur mit ihm, sondern auch mit anderen. Da wurden dann auch noch so andere Strafmaßnahmen zitiert oder berichtet, dass die dann seitenweise irgendwelche Vorschriften abschreiben mussten von Hand, wenn die da 2 Minuten zu spät waren. Und solche eher so Schikanemaßnahmen. Und, klingt so ein bisschen wie Schulunterricht vor 100 Jahren. Ja, genau. Und das hat ihn, glaube ich, auch ziemlich erbost. Und das war der eigentliche Anlass. Also ihm ging es tatsächlich nicht um die 38, 40 oder 46 Cent oder wie viel auch immer das dann gewesen sein mögen, sondern ihm ging es eher um diese sehr, sehr antiquierten Maßnahmen, die da die japanische Bahn ihren Mitarbeitern aufzwingt. Und da hat er wohl auch recht bekommen. Das heißt, solcherlei Bestrafungen sind jetzt eben wohl auch im Nachgang durch das Urteil dann entsprechend aus den Vorschriften herausgenommen worden. Sprich, künftige Bahner-Generationen müssen da eben nicht mehr mit solchen Repressalien rechnen. Das ist wahrscheinlich dann das Posthum, auf jeden Fall sein Vermächtnis. Sein Vermächtnis, was er dann letzten Endes seinen jetzt Ex-Kolleginnen und Kollegen dann irgendwie hinterlassen hat. Und das ist ja aller Ehren wert. Ja, vielleicht mal eine Frage an unseren heutigen Studiogast hier. Wenn du so diese Geschichten hörst, die wir da rauskramen, irgendwelche skurrilen Fälle, der Sammer bringt ja gerne Juristisches, aber wir alle anderen auch. Wäre mir jetzt nicht aufgefallen. Nee, wir alle anderen auch, der Fall kam ja tatsächlich von mir. Wie ist das so für dich, wenn du das dann hörst? Also was für eine Situation bist du da so und was denkst du, wenn die 4 Idioten da wieder über Jura-Quatsch reden oder andere Skurrilitäten? Nee, alles okay. Also ich finde es immer interessant. Manche Sachen habe ich natürlich selber auch schon irgendwo gehört oder gelesen, ne? Manches nicht. Und ja, also auch das Juristische finde ich in Ordnung. Ja, wir bringen es ja in Person von unserem Schambolzen Sammer immer sehr nett rüber. Ich finde auch, bevor hier die tausende Ersthörer denken, es würde sich hier um ein Jura-Tutorial handeln, muss ich sagen, ich glaube, es sind gar nicht so viele. Der Ben treibt das hier immer auf die Spitze gerne, um mich irgendwie so ein bisschen zu piesacken. Aber es sind viele Geschichten, glaube ich, auch so aus dem Bereich Wissenschaft und Technik zum Beispiel dabei. Mhm. Und da habe ich auch noch ein loses Ende, was ich letzte Folge versprochen habe, aufzulösen. Da kam nämlich noch die sehr berechtigte Frage von Ben, wer denn dieses Solar Geoengineering, über das ich berichtet hatte, wer das eigentlich fordert oder sich ausgedacht hat. Kleine Rückschau. Ich hatte berichtet, dass gegen die Erderwärmung es die Idee gibt, Schwefelpartikel in die Atmosphäre zu pusten, ähnlich wie bei einem Vulkanausbruch. Da kann sein, dass sogar die Idee da abgekupfert wurde aus der Natur, um zu erreichen, dass Sonnenlicht in die Atmosphäre zurückgestrahlt wird und nicht auf die Erde gelangt, um eben die Erderwärmung zu bremsen. Und da gibt es ja jetzt eben eine Initiative dagegen, wo Forscher verlangen auch von der UNO und von anderen, dass das sogar verboten wird, weil man es nicht steuern kann und weil man da katastrophale Folgen befürchtet. Und ich habe recherchiert, die Idee kommt wohl von dem Chemie-Nobelpreisträger des Jahres 95 von Paul von Crutzen, wie auch immer man den korrekt ausspricht, ich weiß nicht, was welchem Land der jetzt kam. Jedenfalls hatte der irgendwie die Idee, Raketen in den Himmel zu schießen, da Schwefel zu verbrennen und dadurch dann eben
diesen Sonnenschirmeffekt zu erreichen. Und es ist schwer zu sagen, wer das jetzt heutzutage so auf breiter Front vertritt, aber es ist wohl so, dass Harvard ein Experiment dazu auch machen wollte. Und zwar wollten die das über Schweden machen, über schwedischen Gebieten. Und witzigerweise hat der Rat der Rentierzüchter der Volksgruppe der Samen hat dies verhindert. Das war tatsächlich wohl eine offizielle Geschichte, die da probiert wurde, wo dann indigene Volksgruppen eben protestiert haben und das nicht wollten, weil sie sagen, wir leben im Einklang mit der Natur, worauf hat die Universität Harvard dieses Experiment abgeblasen hat sozusagen. Aber es gibt tatsächlich wohl Allianzen, die versuchen zu erreichen, dass bei der UNO zu diesem Thema diskutiert wird. Also es ist der Chemie-Nobelpreisträger vom Jahr 1995, der sich das ausgedacht hat und der quasi Mr. Evil werden könnte. Ja, so meine Recherche. Ja. Und es gibt halt Leute, die auch irgendwelche Forscher, die versuchen, das wirklich auf eine so seriös in eine Diskussion einzubringen, weil sie dran glauben. Also es ist ein bisschen schwer, jetzt sozusagen den aktuellen Mr. Evil zu finden. Aber es gibt da offensichtlich die Diskussion. Und ja. Aber für mich klingt es ja so, als würde auch Harvard dem Ganzen nicht so richtig trauen, weil sonst müssten sie es ja nicht irgendwo über Schweden ausprobieren, sondern sie könnten es ja dann über und um Harvard rumprobieren. Warum nicht? Also ich meine, Ja. Sie wollen aber wohl irgendwie, sie haben es noch nicht ganz aufgegeben. Sie überlegen es irgendwo anders durchzuführen. Ich weiß jetzt nicht, wieso sie ausgerechnet auf Schweden gekommen sind, ein Gebiet, wo die Rentierzüchter der Volksgruppe der Samen das Sagen haben. Also ich weiß es nicht. Vielleicht mal an der Stelle noch mal eine Frage an unsere liebe Regina. Welche Art von Artikel findest du denn eigentlich am besten? Das könnte jetzt so ein kleines Präjudiz sein, womit wir weitermachen. Also hast du da irgendwelche Präferenzen? Nee, überhaupt nicht. Also tut mir leid. Nee, ist gut. Ich kann da jetzt nichts sagen. Ihr dürft alles das bringen, was ihr sonst auch bringt und was ihr euch vorgenommen habt. Nee, das würden wir wahrscheinlich auch machen. Sowieso, ne? Dachte ich. Ich glaube, unsere Hörer nehmen es, wie es kommt. Also, ja. Das wäre jetzt zum Beispiel dafür, genau. Ja, vielleicht bevor ich den eigentlichen Schenkelklopfer hier bringe, schenkt der Prollo, der gefährliche Prollo Ferrari uns bevor mal sein Getränk ein. Bevor die Stimme jetzt grau wird, ich habe euch was Feines mitgebracht aus der Marienquelle in Bissingen. Urwasser, Biomineralwasser, natürliches Mineralwasser ohne Kohlensäure aus der Marienquelle in Bissingen. Ich lese jetzt hier vor. Für alles geeignet, vor allem für Säuglingsnahrung. Bio, entsprechend teuer und aus dem Aldi. Und die Sache hat einen Haken. Eine dieser beiden Flaschen ist Leitungswasser von mir zu Hause. Und ich wollte gerne mal wissen von euch, ob ihr den Unterschied schmeckt. Das ist ja echt. Und Wasser geht ja. Jetzt wird's krass. Geht ja auch immer gut. Ich schenke mir mal einfach ganz dreist selber ein, weil ich glaube, hier einige noch. Ich kann dir jetzt schon sagen, was das Leitungswasser ist, aber ich verrate es. Du bist nicht. Eine Petze. So. Hat er an die Flasche geklopft, hatte. So. Nee. Ich sag's dir gleich. Der Harald Schmidt, der hatte doch eine Zeit lang immer bei Schmidteinander ein Glas mit Wasser und das war dann immer deutsches Wasser. Nee. Immer so getrunken. So. Falls es echtes, der Verschluss ist, die sind Wasser natürlich, so, die habe ich natürlich vorher beide geöffnet. Ich bin ja so doof, bin ich ja auch nicht. Echt? Natürlich. Ja, nee. Der sieht geschlossen aus, so, der ist aber jetzt offen. Ich bin doch okay, hier. Okay, dann muss ich jetzt mich so ein Anfänger. Wir haben jetzt aus Flasche 1 alle eingeschenkt. Flasche 1, genau. So, Flasche 1, also Prost. Mal mit dem Dreieck. Aber Polo trinkt bitte zuerst. Schmeckt so entfernt. Ich würde sagen, hier ist mehr Kohlensäure drin. Das ist doch stilles Wasser, Mann. Ja, und das, aber meistens, wenn man das abfüllt, du hast wahrscheinlich frisch vor der Sendung gezapft. Also, das ist bestimmt das Urwasser hier. Nee. Was meinst du denn, Beef? Sag Flasche 3. Flasche 3. Ah, danke, Mist, danke. Jetzt hat er mich durchschaut. Das willst du gar nicht mehr, ne? So.
So. Wir müssen ja noch eine Stunde durchhalten. Doch, hier ist ein bisschen, Kohlensäure. So, jetzt bin ich aber auch mal gespannt. Ich revidiere mich. Ich habe auch schon zwei, die du gerade ausgeschenkt hast. Ja, um mich selber nicht zu bestechen, habe ich da Symbole statt Notizen drauf gemacht. So. Also wir haben hier, das erste ist Dreieck, das zweite ist Kreis und der Gewinner darf beide Flaschen mit nach Hause nehmen. So, und was war das erste, das Dreieck? Dreieck. Dreieck war das erste, also ich sage, das zweite ist das Leitungswasser. Ich sage, das zweite ist das Original. Ich auch, das zweite ist das Original. Bio, Urwasser. Ja, seht ihr? Da haben fast alle richtig geraten. Der Kreis ist die Quelle, das Dreieck ist der Dreck aus der Leitung. Und ja, sag mal. Ich kann nur sagen, dass ich nicht das danach entschieden habe, was leckerer ist. Das erste war auf jeden Fall das bessere, aber ich habe gedacht, dass so diese unglaubliche Reinheit, die das hatte, das kann nur das Urwasser sein. Ja, also ich muss dazu sagen, ich wusste es ja vorher, aber mir ist aufgefallen, die haben uns fassbar gleich geschmeckt, die beiden Wässer. Nee, und das zweite hat ein bisschen Kohlensäure bisschen, in meinem. Ja. Nee, ich fand aber im Prinzip war es Wasser. Ein bisschen anders geschmeckt. Ja. Okay. Ich fand auch, dass es ein bisschen anders geschmeckt hat. Ich fand das erste, also das Leitungswasser, dass es irgendwie so einen kalkigeren Geschmack hatte. Das liegt an den Leitungen vom Prollo. Ja, ja wahrscheinlich. Aber das ist, nee, die alten Bleirohre. Ja. Ja, man muss ja eigentlich sagen, das Bonner Wasser ist ja ziemlich gut. Ja. Also, das wird ja sehr gelobt. Ja. Also würdet ihr hier in so eine Flasche investieren oder reicht es dann nicht doch aus der Leitung? Ich persönlich bin ein Riesenfan von Leitungswasser, tatsächlich. Ich weiß aber, dass meine bessere Hälfte im Biomarkt auch gerne mal das Mondwasser kauft oder das Sonnenwasser. Das muss man sich vorstellen, das ist Wasser, was einfach bei Vollmond, also Vollmondwasser ist natürlich noch teurer als Mondwasser. Das zapfen die dann bei Vollmond in die Flaschen rein. Da hört es für mich persönlich auf, aber wenn Leute daran glauben und sich davon etwas versprechen, dann ist so eine 3-Euro Wasserflasche vielleicht auch heilend, weil dann, der Kalk, der belegt gerade meine Stimme. Oh. Also ich bin ja auch ein großer Leitungswasserfan. Wir haben ja auch Talsperrenwasser hier in Bonn, wie du schon sagst, das ist sehr gutes Wasser und ich trinke nichts lieber als Leitungswasser, gar nichts. Also diese ganzen, ich habe es mir so angewöhnt, auch wenn ich irgendwie weggehe, Cola, Limo und all diesen süßen Kram, kann nicht anstinken gegen ein Glas Wasser. Ah, das ist doof, weil, das hole ich nämlich auch meine Sachen schnell mal raus. Ich habe nämlich auch aus Münster für euch Leitungsmate. Die Bio-Limo, mehr oder weniger, verschiedene Sorten. Also können wir ja sonst einfach in die Gläser füllen. Cola, Mate, Kirsch und Cola Orange. Da musst du da wahrscheinlich dran vorbeigehen. Aber ich dachte heute mal was Antialkoholisches. Und jetzt wird das so gedisst. Nee. Das sieht gut aus fürs Foto. Wir können das auch da drin lassen. Ich wiederum, also so gern ich auch Leitungswasser trinke, bin ich auch ein großer Freund von fiesen Getränken und Softdrinks aller Art. Genau, das ist lieber, wie der aufmerksame Hörer weiß. Lieber aus Münster. Ich habe jetzt, glaube ich, Münsteraner Getränkehersteller genug gefördert an dieser Stelle. Ich erwarte, dass meine nächste Reise nach Münster davon gesponsert wird. Und wir rufen hier immer verzweifelt für Getränkespenden auf und kriegen die auch von Hörerinnen und Hörern, aber nie von den Großen. Der Sammer wollte auch mal uns irgendwie einen ganzen Abend im Brauhaus, Das war ja dann doch während Corona alles irgendwie nur ein halber Spaß, also oder überhaupt nicht möglich. Also wenn jetzt wieder das normale Leben eintritt, werde ich mich nochmal melden mit einem Brauereibesuch oder Ähnlichem. Und ich habe auch, ich kündige schon mal an, für nächste Woche habe ich Bier mitgebracht aus Holland und kein Heineken. So. Ja. Schenkelklopfer. Der Schenkelklopfer, also ihr könnt euch gerne hier mit dem süßen Zeug schon mal versorgen, das der Ben am Tisch gestellt hat. Ich erzähle derweil ein bisschen und wir haben ja im Moment ein großes Thema, was ich hier gar nicht auf den Tisch bringen will, weil es geht, wie gesagt, ja um Schenkelklopfer und Krieg ist wahrlich kein Schenkelklopfer. Aber im Rahmen dieser ganzen Ukraine-Geschichten ist ja dann auch wieder zutage getreten, dass unsere Armee eigentlich total am Ende ist, kann man sagen. Ne? Nicht verteidigungsbereit, was da alles
so über unsere arme Armee hereinbricht, das ist ja schon kaum zu glauben. Aber es geht noch schlimmer. Es geht noch viel schlimmer als die Qualität unserer Bundeswehr. Wie sich herausgestellt hat, in Brasilien, da ist es noch schlimmer als bei uns. Also man mag es nicht glauben, aber es ist so. Denn einem Abgeordneten der brasilianischen Sozialdemokraten ist zufällig aufgefallen, ich weiß nicht, wie er an diese Liste gekommen ist, aber dass auf der Einkaufsliste des brasilianischen Militärs rund 35.000 Pillen Viagra draufstanden. Also die eingekauft wurden. So, und das hat er dann natürlich an die Presse getragen. Das ist wohl auch ein Einkauf, der von ganz von oben abgesegnet wurde, wie es hier heißt in dem Beitrag. Und der Abgeordnete, der Elias Was heißt er, sagt, wir müssen verstehen, warum die Regierung Bolsonaro öffentliches Geld dafür verwendet, um solche großen Mengen an Viagra zu kaufen. Ja, was sagt man dazu? Was sagt das jetzt bitte über den Zustand der brasilianischen Armee aus, Prollo? Tja, was soll ich dazu sagen, ne? Da wir Damenbesuch haben, verkneife ich mir dumme Sprüche, aber es könnte ja die Wehrhaftigkeit und die Standhaftigkeit der Armee im Verteidigungsfall erhöhen. Wer weiß, was sie sich dabei gedacht haben. Ja, also in der Tat, das sind so die Anspielungen, die auch hier in diesem Artikel zu finden sind. Die Standhaftigkeit der brasilianischen Armee wird in Frage gestellt. Der gute Abgeordnete, der das rausgekriegt hat, hat natürlich erstmal diese Frage gestellt und erstmal keine Antwort bekommen. Später aber dann, als der Druck zu groß wurde, wie es hier heißt, ist dann doch hat sich die Regierung oder das Verteidigungsministerium die Regierung genau doch zu einer Stellungnahme der Generalstab zu einer Stellungnahme durchgerungen und er hat auch glatt behauptet, die Pillen seien für Patienten mit pulmoraler arterieller Hypertonie bestimmt. Das ist eine Krankheit, die auch unter dem Namen Lungenhochdruck bestimmt ist und tatsächlich wohl auch mit Viagra bekämpft werden kann, aber nicht in der Dosierung. Das ist eine viel zu hohe Dosierung. Also diese Pillen kannst du dafür überhaupt nicht benutzen. Kannst du als Leitungswasser? Also habe ich gehört. Leitungswasser. Ja, genau, mit einem Dreieck drauf das. Mhm. Aber nee, diese Ausrede ist auch letztlich dadurch aufgeflogen, dass diese standhafte Armee nicht nur Viagra-Pillen bestellt hat, sondern auch, pass auf, jetzt Penisimplantate. Meine Güte. Und Mittel gegen Haarausfall. Also was ist da los in der brasilianischen Armee, muss man fragen. Ja, gut. Die sind alle über 60, über 70 oder? Überalterung. Ja, oder auch der berufliche Stress. Das ist kein Tabuthema mehr heutzutage, Herr Sammer. Wieso? Hast du so viel Stress oder wieso Was? Bringst du jetzt Was? Dieses Thema auf? Nein, also ich finde es schon erstaunlich. Nicht nur die Bundeswehr ist in gewisser Weise für peinliche Schlagzeilen gut, sondern das können andere Länder mindestens genauso gut. Ja, ja. Klar. Und insofern ist das vielleicht so ein bisschen auf einem Umweg eine kleine Ehrenrettung für unsere Soldaten. Ja. Ist ja auch auf dem Feld ist es auch günstiger als ein Zelt. Was? Ich esse jetzt hier mal so eines von diesen Süßigkeiten. Genau, du hast sie uns auch mit Schokolade verwöhnt. Ich habe mich jetzt einfach mal hier bedient. Die sind so auf dem Tisch drapiert. Ja, ich habe heute ein ganz schönes Foto für unsere Shownotes mit lauter Linsen. Habe ich schon eins kaputt gegessen. Lecker. Ich weiß nicht genau, ich hoffe, dass nirgendwo so Nussstückchen oder sowas drin sind. Nicht, dass sich hier einer hier verschluckt und da die Tonqualität leidet. Ach, da kann man einfach dem Prollo die geben. Der hat Allergien so ziemlich gegen alles. Ja, ich habe die schon taxiert. Als hier noch erzählt wurde, habe ich schon taxiert, was hat der Nuss und was nicht. Und mich entsprechend bedient. Alles gut. Ja, sieht super aus. Beef, wie ist es eigentlich mit dir? Bist du noch bei uns? Ich bin auch da, ja. Ich hätte auch direkt eine Geschichte anzubieten. Anzubiefen. Wo, glaube ich, auch Viagra nicht mehr helfen würde.
Da geht es darum, dass es durch eine Spedition eine Wohnungsräumung gegeben hat, in Darmstadt in dem Fall. Und Darmstadt. Mhm. Darmstadt, genau. Und da haben die Möbelpacker Mitte Februar eine Wohnung ausgeräumt und haben alles Mögliche mitgenommen, was da so rumlag und so weiter und so fort. Und als dann der Gerichtsvollzieher die gepfändeten Gegenstände, also sämtliche Gegenstände aus der Wohnung galten nach der Räumung am 9. Februar als gepfändet, wurden mitgenommen und zunächst eingelagert. Das war jetzt ein Zitat. Am 14. April hat der Gerichtsvollzieher die Gegenstände sichten wollte, um den Wert zu taxieren, musste er leider die Polizei verständigen, weil das, was die Möbelpacker wohl für so eine Art Schaufensterpuppe gehalten haben, war leider der Besitzer der Wohnung, der tot in der Wohnung lag. Und die haben den mitgenommen, haben die ihn als in der Befragung dann nachträglich als so eine Art Reanimationspuppe, für eine Art Reanimationspuppe gehalten und hätten ihn einfach mitgenommen und eingepackt, entsprechend wie alle anderen Dinge auch. Und am 14. April dem Gerichtsvollzieher, der brauchte gar nicht groß drauf zu gucken. Also da hat ihm wohl der Geruch schon gesagt, was da eingepackt worden ist. Weil, wie hier zitiert, ich zitiere mal, der Verwesungszustand der Leiche war inzwischen entsprechend weit fortgeschritten. So der Sprecher der Staatsanwaltschaft. Eieiei. Und das finde ich, und eine nachträgliche Obduktion hat dann ergeben, dass das tatsächlich der Tote der Mieter in der Wohnung war. Und der Mann entweder sich das Leben genommen hat oder aber eines natürlichen Todes starb und auch kein Gewaltverbrechen, das kann wohl ausgeschlossen werden. Und das fand ich da mal eine ganz spektakuläre Geschichte, dass die Möbelpacker die Leiche eingepackt haben und es für eine Puppe gehalten haben. Das, wie gesagt, so richtig schlau wirkt das nicht. Also ist das tatsächlich möglich, eine Leiche für eine Puppe zur Reanimation zu halten? Ja, ich meine, ich weiß ja, ob ihr schon mal Tote gesehen habt, aber ich habe ja meine beiden Eltern schon begraben und in einem gewissen Stadium, da muss es aber wahrscheinlich kalt gewesen sein in der Wohnung, wird die Haut, die sieht wirklich sehr wächsern aus. Also, also es geht nicht lange, aber wahrscheinlich, das wollte ich nämlich eben auch sagen, müssen die genau in diesem Moment da reinmarschiert sein, wo die überhaupt eine Leichenstarre vorhanden ist und dann auch diese Haut, so diesen wächsernden Anschein hat. Und dann haben die wahrscheinlich auch nicht groß studiert, sondern irgendwas eingerollt und zack, in Wagen. Ne? Also ich kann mir das ganz grundsätzlich schon vorstellen. Mhm. Aber Reanimationspuppe, also ich meine, das, was man im Erste-Hilfe-Kurs kriegt, das ist ja immer nur so Oberkörper oder so. Oberkörper. Ne? Ja, das Luxusmodell vielleicht. Vielleicht haben die so einen Kurs nie gemacht. Aber die interessant fände ich auch, jetzt noch zu hören, aber das gibt der Beitrag wahrscheinlich nicht her. Was haben die Möbelpacker danach gesagt, als sie das, ich weiß nicht, haben sie es überhaupt erfahren? Vermutlich, ja, werden die ja gefragt stark haben. Davon aus, dass die Geschichte die Runde gemacht hat. Also steht tatsächlich nicht hier in dem Artikel drin, aber ob die sich nochmal irgendwie dazu geäußert haben, sondern es wird halt im Prinzip nur die Staatsanwaltschaft zitiert. Aber ich meine, das ist ja schon bitter, ja. Du räumst deine Wohnung aus. Jetzt stell mal vor, du bist wirklich so total gut, glaube ich, denkst, das ist ja irgendwie so eine Puppe, so eine Schaufensterpuppe, was auch immer. Schleppst die in den LKW und irgendwie zwei Tage später ruft dich einer an und sagt, hör mal, das, was ihr da rausgeschleppt habt, das war ein Toter. Ja, 6 Wochen später. Also das war tatsächlich so, also ich sag dir, also das ist so ein bisschen das, also ich kann dem Ben da beipflichten, also wie gesagt, das war ja eine Wohnung, die zwangsgeräumt wurde, weil wegen Empfändung und so weiter. Und das war im Februar, das heißt, da war es auch kalt. Das ist das eine. Und wie gesagt, erst am 14. April, also wirklich deutlich später, hat dann quasi der Gerichtsvollzieher die Gegenstände gesichtet. Ich meine andersrum, wenn du als Möbelpacker in irgendeine Wohnung gehst, wo gesagt wird, ja, die muss zwangsgeräumt werden, weil der Besitzer irgendwie weg ist oder nicht mehr bezahlen kann, dann erwartest du ja dem Grunde nach auch erstmal nicht als erstes eine Leiche, die da drin liegt. Ne? Also insofern
haben die sich da wahrscheinlich wirklich nichts großartig bei gedacht. Und wenn das, wie von Ben eben benannt, so entsprechend vom Timing her passte, ja. Aber ich fand es trotzdem eine grelle Geschichte. Also man lernt irgendwie nie aus. Das ist tatsächlich erstaunlich. Ja, krass. Ich würde es auch lieber 6 Wochen später erfahren, als vielleicht unten im Lieferwagen. Das hat doch, es gibt doch auch, da muss ich jetzt direkt den Ben wieder anspielen, der alte Cineast. Es gibt doch auch diverse Filme mit frisch Verstorbenen, wo die Leiche noch hin und her geschleppt wird. Wie heißt der? Da gibt es doch einen Kultfilm. Immer Ärger mit Bernie. Das ist doch, der ist doch super zum Beispiel. Immer Ärger mit Harry hätte ich jetzt auch gedacht. Also ich kenne die Variante Immer Ärger mit Harry, das ist aber, glaube ich, von Hitchcock ein Film, der ist schon etwas älter. Nee, ich meine Immer Ärger mit Bernie, da ist so ein Millionär, den fahren sie doch im Cabrio rum mit Sonnenbrille und dann winken sie dann immer noch so in den Arm und schleppen den so einen ganzen Tag mit rum. Und dann hatte doch auch mal irgendjemand, also es gibt diverse Filme, ich will jetzt nicht zu weit ausholen, es gibt noch einen, der auf einer Leiche von einer einsamen Insel wegreitet, indem er die Faulgase, die aus der Leiche rauskommt, irgendwie Swiss Army Man. Den habe ich tatsächlich vor nicht allzu langer Zeit gesehen. Ja. Es gibt auch einen sehr schönen irischen Film, der heißt Lang lebe Ned Devine. Da geht's auch großartig, den habe ich in der Filmbühne da. Wie heißt der? Ja, genau. Lang lebe Ned Devine. Und der Witz ist, dass der verstorbene Ned Devine eben, der ist Lottogewinner in so einem kleinen Dorf. Und, in Irland, ja. In Irland. Und als dann, der ist tatsächlich mit dem Lottoschein in der Hand so mehr oder weniger verstorben und ist aber dann der Lottogewinner. Und als dann die Dame oder Herr, das weiß ich jetzt gar nicht mehr, dann von der Lottogesellschaft quasi hinkommen will und ihm den Betrag auszahlen will, dann versucht das ganze Dorf eben, ihn quasi lebend zu spielen. Das ist extrem witzig, also und sehr charmant auch irgendwie. Der ist wirklich toll, der Film. Sehr zu empfehlen, ja. Ja, ja, vielleicht kann uns ja unser Filmexperte Hank Frank noch eine Sprachnachricht für nächste Woche fertig machen mit einer Zusammenstellung der Filme, die es zu dem Thema gibt. Das willst du nicht haben. Der hat so einen schrägen B-Movie, C-Movie, Z-Movie Geschmack. Der hat wahrscheinlich jeder zweite Film. Kommt der mit der Elvis-Mumie um die Ecke. Ja, also da ist Baba Hotep, der ja hier in diesem Podcast in unserem Freundeskreis immer wieder gepriesen wird, weil der Beef den mal zu meiner Geburtstagsparty angeschleppt hat. aber da ist das noch ein Meisterwerk. Also der Hank hat einen kruden Filmgeschmack und kann da auch, wie ihr ja wisst, richtig schön drüber berichten. Herrlich. Ich habe auch eine kleine Geschichte, die möglicherweise sogar in der einen oder anderen Nahtoderfahrung mündet. Und ich fange mal mit der positiven Nachricht an. Wer von euch hätte nicht schon mal gern 87,50 in 3 Minuten verdient? Und das mehrfach hintereinander. Hast du das mal hochgerechnet, was für ein Stundenlohn das ist? Nein. Schade. Ich kann nicht, solche große Zahlen kann ich nicht mal 20. Aber die Frage ist ja, was man dafür tun muss. Das werde ich euch jetzt sagen und ich hole da mal kurz aus. In New York gilt nämlich seit den 70ern schon ein Verbot, die Karre laufen zu lassen unnötig. Excessive Idling wird das bezeichnet, wenn also der LKW steht am Straßenrand, Motor läuft und der Fahrer isst Mittag oder was er auch immer macht und der Amerikaner an sich ist ja jetzt auch niemand, der immer fleißig das Auto ausschaltet, wenn es mal im Leerlauf läuft. Gerne ist es ja dann auch mal im Sommer heißer in der Stadt, da lässt man vielleicht die Klimaanlage laufen. Wie dem auch sei, ist schon lange verboten, was noch verhältnismäßig neu ist. Man kann jetzt auch als Bürger die verbotenerweise angelassenen Fahrzeuge anzeigen, muss dann aber einen Beweis liefern, dass die wirklich 3 Minuten lang, das ist die Schwelle, 3 Minuten unnötig liefen. Und das wird praktischerweise in Form eines Videos dann eingebracht, dieser Beweis. Sprich, die Leute können sich also melden mit dem 3-Minuten-Video und dann gibt es Kohle ausgezahlt. Und hier gibt es tatsächlich so selbsternannte Bounty Hunter in der Stadt, unter anderem einen 81-Jährigen, der heißt Paul, Nachname tut nichts zur Sache. Und der hat tatsächlich, also der Fahrer kriegt $350 Strafe. Und er kriegt da seinen Anteil von 87,50 und macht das tatsächlich seit einiger Zeit so als lukrative Nebeneinkunft. Und die Stadt hat tatsächlich im letzten Jahr $427.000 ausgezahlt an die Bounty Hunter. Und seit das Programm läuft, deutlich über 1 Million.
über 2,5 Millionen fast. Und das scheint sich also richtig zu lohnen. Und hier ein Mr. Weld hat nach eigener Auskunft 2000 Beschwerden im letzten Jahr eingebracht, von denen die meisten noch zu bearbeiten sind, weil die Stadt kommt tatsächlich mit der Bearbeitung nicht so ganz hinterher, weil sich die Geschichte doch als recht attraktiv entpuppt. Und jetzt kommen wir aber zur Nahtoderfahrung. Was meint ihr denn, was passiert, wenn unser Sammer sein Handy auspackt und 3 Minuten lang auf den Truckerfahrer draufhält? Dann kommt wahrscheinlich der Truckerfahrer aus seinem Führerhaus gestürmt, hat so eine abgesägte Schrotflinte oder direkt so ein halbautomatisches Gewehr, wenn nicht sogar ein Flugabwehrgeschütz. Und bin Vergangenheit dann. Die Gedankenwelt in deinem Kopf geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Ja, der eine, der hier genannt wird, der Eric Eisenberg, der auch Hobbyaufdecker ist, der erzählte, dass unter anderem er von einem Amazon-Fahrer zu Boden geprügelt wurde. das artet tatsächlich je nachdem in Bedrohungen aus. Und er sagt auch selber, ja, das gibt einen ordentlichen Adrenalinschub, weil man jeden Moment eine verpasst bekommen könnte. Und da geht es dann hart zur Sache. Und witzigerweise, die Profis unter den Filmern, die haben natürlich auch aufgerüstet. Und hier wird einer zitiert, der so ein bisschen auf Tourist macht. Das ist ja der Opa. Und der hat dann erstmal so eine Kamera um den Hals und natürlich ohne Film, hat noch so ein altes Klapphandy, auf dem er wild telefoniert. Und das ist so ein bisschen wie bei, versteckte Kamera. Das iPhone läuft dann so heimlich nebenher mit und filmt dann unauffällig. Und der steht dann 3 Minuten, telefoniert, lamentiert und nimmt dann heimlich auf, um einfach diese 3 Minuten zu überstehen und trotzdem in Hörreichweite zu bleiben. Denn der Motor muss natürlich hörbar auch laufen. Ja, wäre das was für euch oder ist euch das dann zu viel? Innerhalb von 3 Minuten weiterfährt, ist die Aufnahme dahin. Dann ist die Aufnahme dahin. Wird möglicherweise nicht unbedingt passieren. Ja, also vielleicht, das steht jetzt hier nicht, aber vielleicht können die richtigen Profis ja auch erkennen, wann sich's lohnt. Ja, wenn der Fahrer seine Stulle auspackt oder sein Sandwich, dann würde ich wahrscheinlich auch mal den Aufnahmeknopf drücken. Was passiert eigentlich mit den Fahrern, die den Motor über 3 Minuten lang laufen lassen? Ja, die Firma, also man muss tatsächlich Nummernschild filmen, reicht nicht. Es muss der Firmenaufdruck erkennbar sein und dann kriegt die Firma dann halt eine Strafe. Und der Fahrer, und das ist, ja, davon ist tatsächlich hier gar nicht so die Rede. Das ist nämlich dann die Anschlussfrage. Der Fahrer kriegt eine Strafe. Ich habe mir überlegt, wie die Kommune, also die das Ganze macht, wie die das refinanzieren, weil die geben, was du gesagt hast, 2 Millionen oder was im Jahr aus an diese Bounty Hunter. Haben die zu viel Kohle oder was, habe ich mich gefragt. Und jetzt, also sie holen das Geld wieder rein durch die Strafgelder. Ich vermute, genau. Die holen höhere Strafen. Na, ja. Ihr seid hier von den köstlichen Getränken abgelenkt. Also $350 zahlt die Firma Strafe, 87,50 gibt es als Anteil. Das rechnet sich also auch für die Stadt durchaus. Ah, okay. Und soll natürlich auch der Luftreinhaltung dienen, wenn die Karre läuft. Ja, denn die Motivation, also ich finde es ja schon bemerkenswert, wenn jetzt auch gerade in den USA, also ist jetzt für mich mit meinen Vorurteilen jetzt nicht unbedingt das Land, was für Umweltschutz steht, fand ich jetzt schon interessant, dass die so viel Geld in die Hand nehmen, um die Umwelt zu schützen, aber letztlich ist es auch ein Geschäft für sie. Ja, cool. Siehst du? Wobei. Also beim nächsten Urlaub hast du sofort die Übernachtung wieder reingeholt. Ja, genau. Gute Geschäftsidee. Wobei ich es ja immer kritisch sehe, wenn der Staat Leuten sozusagen Geld anbietet dafür, dass sie andere einer Ordnungswidrigkeit oder einer sonstigen Tat überführen. Das Denunziantentum wird da halt. Ja, da hatte ich jetzt auch tatsächlich auf Einspruch gerade vom Beef erwartet. Das wäre nämlich auch meine Anschluss. Das macht gar nichts. Hab ich den ausgesehen? Nach 3 Minuten kriegt er eine Rechnung. Also tatsächlich wäre das eigentlich die spannende Frage. Wie ist es denn mit dem Denunziantentum? Ja, du kannst ja auch hier, das war ein Artikel, den habe ich jetzt
wo ich mich dunkel dran erinnere, dass in London hier per Überwachungs, nicht Überwachungskamera, aber auch per Handykamera man so Falschparker knipsen kann und das einreichen und so Geschichten. Ja, ist aber, meine ich, gerichtlich untersagt worden. Ich weiß nicht, wie es da ausgegangen ist, aber das hier ist ja jetzt nochmal eine Nummer größer, ja, wo du wirklich da 3 Minuten dich mit der Kamera vor so einen LKW stellst und den Fahrer filmst oder den LKW. Möchte man vielleicht nicht unbedingt haben. Nee, es gibt ja doch sogar auch Bundesstaaten in den USA, die Geld anbieten, wenn du irgendjemanden wegen Abtreibung, eine Klinik, einen Arzt oder sonst was bezichtigst, wo das dann entsprechend untersagt ist. Da gibt es, glaube ich, sogar noch mehr Kohle. Ja, und hier einer von den dreien wird auch hier zitiert. Also wenn seine Eingaben vom letzten Jahr fertig bearbeitet sind, rechnet er somit gut $200 Auszahlungen. Ja, das ist ja schon mehr als ein Nebeneinkommen. Und Berufsdenunzianten, da gibt es ja tatsächlich, ich sag mal hier, ehemalige deutsche Staatsgebiete, die damit quasi groß geworden sind. Weiß ich nicht, ob man das haben muss. Ja, das ist aber auch in anderen Ländern, nicht unbedingt das Denunziantentum, aber so das Bußgeldtum sehr beliebt. Und ich habe jetzt spontan meinen Artikel hier umgeswitcht, weil der Sammer hatte mir vorhin die Überleitung fast gegeben mit dem japanischen Lokführer. Das wollte ich ja erzählen und habe mir dann noch eine weitere Lok-Geschichte hier für die Lok-Fans gleich beim Spiegel gezogen von heute. Und Sammer, jetzt halte ich fest, Gerichtsurteil. Ist der Wahnsinn, ja? Lauter, merkt es euch bitte, liebe Hörerinnen und Hörer, Jura-Stories kommen von Ben Cartwright in Wahrheit. Genau, das kam nämlich in dem Kontext unter. Auch, ich hatte das von Spiegel und bei Spiegel kam jetzt auch die Meldung bahnbrechend, also jetzt gerade kommt die bahnbrechende Eilmeldung, Elon Musk übernimmt Twitter, also wir sind super aktuell, aber darüber will ich nicht reden. Die Meldung, die ich heute Mittag gesehen habe, ist: übereifriger italienischer Schaffner darf wieder arbeiten. Also auch der hat gewonnen vor Gericht. Und weshalb war der gefeuert worden? Was könnt ihr euch vorstellen? Warum wird ein Schaffner gefeuert, ein italienischer? Ein übereifriger. Ja. Mhm. Ich habe es ja halb schon verraten, aber. Ja, weiß nicht. Also hat er entweder hat vielleicht bei den Corona-Schutzmaßnahmen ordentlich Druck gemacht auf die Maskenpflicht oder er hat einfach in Rekordzeit viele Menschen kontrolliert in dem Zug. Aber das ist ja gut. Warum soll die Bahn ihn dann rausschmeißen? Also er wurde ja von seinem Arbeitgeber gefeuert. Vielleicht hat er die gleich rausgeschmissen. Ja, oder zu Boden geworfen und ihnen das Ticket irgendwie gewaltsam aus der Hosentasche gezogen. Also da stand nicht gewaltsamer, da stand nur übereifriger Schaffner. Hm. Der wurde 2017, der gute Francesco Bonanno, wurde gefeuert 2017 von Trenitalia, weil er unrechtmäßig Bußgelder verhängt haben soll. Ja, und das wurde jetzt geprüft und tatsächlich in 175 Fällen hat er, war das nicht so ganz eindeutig, hat er halt ein Bußgeld zu Unrecht verhängt. Das sind immerhin 10.000 Euro, die Bahn zurückerstatten musste. Und deswegen haben die ihn rausgeschmissen. Und der Grund war meistens Fahren ohne Fahrkarte. Ne? War in den 175 Fällen war das nicht korrekt. Aber es betraf nur 3,5% aller Bußgelder, die er gemacht hat. Der Typ hat nämlich 5.000 Bußgelder verhängt. Absoluter Rekordwert. Steht leider nicht, in welcher Zeit. Aber er hat wirklich richtig übereifrig die Fahrgäste kontrolliert und dann halt auch immer, wenn einer nicht ein Ticket hatte, dann direkt ein Bußgeld verhängt. Und zwar mit ungemeinem Eifer hätte er gearbeitet und sei unflexibel und äußerst penibel bei der Erhebung von Bußgeldern gewesen. Ja. Und die Falschen hat er aber natürlich nicht sozusagen vorsätzlich falsch gemacht, sondern es sei eine indirekte Folge seines Übereifers gewesen. Also so ein richtiger Sympath. Und ja, trotzdem reicht es nicht, um ihn rauszuschmeißen. Also das fand ich ganz interessant. Und
Du regelst dich so, willst du was direkt dazu sagen? Bist du auch schon mal auf so einen Kontrolleur gestoßen? Also ich schon häufig, wurde auch schon mal rausgeschmissen von einem. Nee, ich glaube nicht. Was mich interessieren würde, ist halt, ob der dann direkt so weitermacht, weil man ihn ja nicht rausschmeißen kann. Ja, also sie haben ihn schon, der Witz ist, sie haben ihn schon vor anderthalb Jahren wieder eingestellt, weil sie da schon dachten, dass das nicht rechtmäßig war, aber sie haben ihn nicht mehr arbeiten lassen. Also sie haben ihn eingestellt, bezahlt und dann bei vollen Bezügen so. Und er hat jetzt nochmal geklagt, dass er halt tatsächlich auch wieder arbeiten darf und auch das darf er. Die müssen ihn jetzt wieder als Schaffner einsetzen und er hat immerhin in den Jahren, die er das gemacht hat, 200.000 Euro Bußgelder reingeholt. Also 10.000 musste die Bahn zurückzahlen, aber das war wohl so negativ, dass sie den lieber rausgeschmissen haben und gesagt haben, der Typ ist einfach zu krass unterwegs. Und deswegen jetzt die Überleitung. Hier steht nämlich, er wird dann zitiert im Corriere della Sera. Ich bin kein Kopfgeldjäger, aber bei der Arbeit braucht man Strenge und ich muss sicherstellen, dass alle Passagiere mit einem gültigen Ticket reisen. Er sei nicht autoritär oder ein Tyrann. Die Passagiere lieben mich. Das ist so geil, wie Leute sagen, so eine... Wahrscheinlich, ich vermute es mal, komplette Fehleinschätzung ihrer Arbeit und ihres Wirkens erleiden. Aber jetzt hat der Ben mich auf eine Idee gebracht. Der hat jetzt gesagt, er sei schon mal rausgeschmissen worden, sogar aus einem Gefährt. Du kannst ja vielleicht gleich nochmal das ein bisschen ausführen. Ich wollte mal fragen, wo seid ihr denn sonst, wenn nicht aus einer Bahn oder einem Bus rausgeflogen? Weil ich spontan eine Geschichte weiß, ich bin auch mal wo rausgeflogen, nie aus einer Bahn oder einem Bus, aber als im Grundschulalter noch im Schwimmbad, im Hallenbad, da bin ich irgendwie ins Wasser gesprungen, ich weiß nicht was, keine Ahnung, plötzlich steht da der Bademeister und verweist mich des Hallenbads, weil ich angeblich ins Wasser gespuckt hätte. Das muss man sich mal vorstellen. Also ein Kind, das ins Wasser springt, schluckt schon mal Wasser. Das kam schon mal vor, dass das Wasser dann auch wieder ausgespuckt wird. Also das fand ich ein Ding. Er hat dann auch noch irgendwas von irgendwie, dass ich nicht wiederkommen darf, sonst Hausfriedensbruch und so gelabert. Also das ist eine Geschichte, die einem kleinen Jungen, der ich damals war, irgendwie nie aus dem Kopf gegangen ist. Sag mal, durch welche Körperöffnung hast du denn ausgespuckt? Ja. Durch die aus dem Wasser rausguckt. Und das war nicht mein Hintern. Rückenschwimmer. Okay. Herrlich. Prollo? Ja, ich bin, ich habe mein Trauma auf einem Kinderkarussell davon getragen, weil das war auf der Dorfkirmes und damit die Eltern und die Großeltern sich meine Ruhe unterhalten können, haben sie mich mit ein paar Chips versorgt und aufs Karussell gesetzt. Ich war dann sogar in der Mitte auf dem Flugzeug, ja, diese Dinger, wo man da mit einem Hebel ziehen konnte und dann flog das auch noch so schön und habe so meine Chips verteilt und irgendwann sind die mir ausgegangen und der Opa hat mich nicht gehört und ich habe gerufen und gerufen und dann fuhr das Karussell wieder an und dann kam der Controlletti und ich habe jetzt noch diesen Klang seiner Stimme in den Ohren, als ich sagte, ja, raus! Ich bin natürlich sitzen geblieben, weil ich war ja in dem Flugzeug, da kann ich nicht einfach aussteigen und ist ja während der Fahrt auch untersagt. Aber das hat einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Ja, das war meine erste Fahrt ohne Fahrkarte. Seitdem bin ich zwanghafter Ticketkäufer. Und wieso bist du rausgeflogen, Ben? Also ich bin rausgeflogen, weil ich ja ein Gentleman bin. Ich meine, es war sogar mit der Annemarie, die in Wirklichkeit ja anders heißt, auf dem Rückweg von Köln mit der Regionalbahn nach Bonn. Und ich meine, es war so, dass ihr Ticket nicht mehr gültig war oder der Typ jedenfalls es nicht akzeptieren wollte. Und dann hat er sie eigentlich rausgeschmissen und ich bin da irgendwo in Portswahn oder so, bin ich dann mit ausgestiegen. Und dann standen wir da auf jeden Fall auf dem Bahnsteig, wo nur selten der Zug hält. Und das war sehr ätzend und wir haben uns sehr geärgert. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, also ein Grund mehr, die Annemarie mal hier einzuladen, aber ich meine, es war mit ihr von irgendeinem Ausflug nach Köln, den wir gemeinsam gemacht haben. War das denn ein italienischer Kontrolleur? Nee, das war ein ostdeutscher Kontrolleur und er hat gesagt, Sie haben kein Ticket, ich verweise Sie, ich mache von meinem Hausrecht Gebrauch und ich schmeiße Sie hier raus und Sie gehen auch gleich noch mit raus, wenn Sie hier aufmucken.
Sie Banause. Ja, da sind wir beide rausgesetzt worden vor die Tür und haben uns bei der Bahn beschweren wollen. Wir haben ganz viele Verschwörungstheorien und sonst was gesehen. Also die Geschichte kommt mir bekannt vor, die hast du mindestens schon mal erzählt. Also wenn ich nicht dabei war. Ja, ja. Nee, das war das. Also es gibt so Zukontrolleure, die einfach vielleicht so ein bisschen sehr übereifrig sind. Ich muss aber auch mal fairerweise sagen, es gibt auch sehr viele sehr, sehr coole Schaffner, Schaffnerinnen. Ich fahre ja regelmäßig beruflich mit dem Zug und gerade auch die Zugdurchsagen sind oft sehr lustig. Mhm. Und auch die Hilfsbereitschaft in aller Regel ist echt hoch. Ich muss sagen, für den Scheißjob, den man da manchmal macht mit all den auch Idioten Fahrgästen, die es gibt, die sind ja auch nicht immer nett. Die glauben, nur weil sie vielleicht 9 € für ein Zugticket zahlen, dürfen sie jetzt alles sich erlauben. Das ist ja auch so, wie es in den Wald reinschreit. Deswegen finde ich eigentlich, ich habe häufiger erlebt, dass sich die Fahrgäste daneben benommen haben, seltener, dass die Zugbegleiter irgendwie diejenigen welchen waren. Ja, dem kann ich zustimmen. Sonst noch wer wo rausgeflogen? Ja, mir ist jetzt doch noch was eingefallen. Ich bin als Schülerin, war vielleicht so 8., 9. Klasse mal, letztlich bin ich, glaube ich, doch nicht rausgeflogen. Ich war mit ein paar Mitschülerinnen, wir mussten auf den Bus warten und wir waren in so einem kleinen Lebensmittelladen und einige haben sich was gekauft, ich habe mir nichts gekauft, stand aber wohl vor so einem Regal, wo so kleine Kaffeetütchen oder irgendwie sowas drin waren und fand das irgendwie interessant. Und als wir an die Kasse kamen, da meinte die Verkäuferin, ja, ich müsste dieses Kaffeetütchen, was ich mir da genommen hätte, ja auch bezahlen. Ich hatte aber nichts genommen und dann hat die mich komplett durchgesucht. Also ich musste meine Jacke ausziehen und Tasche irgendwie, keine Ahnung mehr, ne? Und also mir war das, zuerst war es mir peinlich und nachdem sie nichts gefunden hat, bei mir war es ihr peinlich. Zu Recht. Ja, ja, zu Recht. Erinnert mich an Luzi, der Schrecken der Straße. Kennt ihr die Kinderserien, die Pralinen geklaut hat im Kaufhaus und dann sind die plötzlich weg, aber da kann sie gar nichts für und dann, nee, es war Knetgummi natürlich, nicht Pralinen. Sie hat dann die Pralinen als Entschuldigung bekommen, weil sie bei der Durchsuchung nichts gefunden haben. Dabei hatte sie wirklich geklaut. Aber egal. Ja, jetzt müssen wir natürlich noch vom Beef hören, wo der rausgeflogen ist. Also, da kann ich gar nicht mich dienen. Also ich wüsste gar nicht, dass ich mal irgendwo rausgeschmissen worden wäre. Irgendwie. Zu Hause? Ja, du bist auch ein Typ, der überall aneckt. Überall. Ja. Eigentlich müsst ihr jetzt wirklich lügen. Also ich kenne ja nur die aktuelle Geschichte da von dem großen Sympathen Mario Barth, der rausgeschmissen wurde, aber das ist was anderes. Ich selber müsste jetzt, ich habe eben auch schon gegrübelt, aber ich wüsste jetzt tatsächlich nicht. Tut mir leid, da bin ich ein bisschen langweilig gerade, fürchte ich. Ach, die nächste Fahrkartenkontrolle kommt bestimmt. Genau. Ja, irgendwie. Ja, aber macht ja alles nichts. Macht ja alles nichts. Ja, wisst ihr eigentlich, oder anders, ich fange es anders an, redet ihr mit euren Pflanzen? Ich persönlich nicht, aber mein Kollege, den ich hiermit sehr schön grüße, tut das mit Sicherheit und der kann das auch richtig gut. Ich beleidige die. Was machst du? Ich beleidige die. Heimlich. Ja, das finde ich interessant. Also der Kollege kann das richtig gut. Ja, der hat einen grünen Daumen, das ist ein Wahnsinns. Ich wollte gerade sagen, in was misst sich das, dass er das gut kann? Bei dem, ich habe das Gefühl, bei dem gedeiht alles, der kümmert sich, der kennt sich auch richtig gut aus. Und ich habe ihn noch nicht mit den Pflanzen reden hören und es ist wahrscheinlich auch nicht so nett, jetzt hier über ihn im Podcast zu lästern, bei der Marktverbreitung, die wir haben. Aber ich sage ja keinen Namen und ich habe auch nur so ein Gefühl, dass er vielleicht auch mit denen reden könnte, den Pflanzen. Aha, okay, weil ich habe jetzt hier was gefunden bei Geo, das tatsächlich ja auch zumindest manche Pflanzen miteinander reden, also untereinander. Mhm. Wusstet ihr das schon? Das ist echt interessant. Also es ist wohl schon länger bekannt, dass Bäume zum Beispiel durch unterirdische Netzwerke in gewisser Weise miteinander kommunizieren und sich gegenseitig vor Schädlingen warnen. Das war mir neu, aber hier steht, das ist irgendwie schon nichts ganz Neues. Und dann geht der Baum weg, oder was? Dann geht er kurz in den Baumarkt und holt sich Baumarkt Baumarkt und holt sich Pflanzenschutz.
I don't know, keine Ahnung, die, vielleicht kann er dann seine Schutzmechanismen irgendwie auf Hab-Acht-Stellung bringen. Aber jetzt hat hier ein Informatiker, der Andrew Adamczyk, also ich weiß auch nicht, polnisch hört sich das irgendwie an, ich kann es nicht richtig aussprechen. Auf jeden Fall ist es aus der, arbeitete der bei der University of the West of England in Bristol. Und der hat mit Pilzen geforscht, oder wie es hier heißt, der hat Pilze belauscht. Da hat er welche geraucht. Ja, vermutlich. Vielleicht hat er auch, vielleicht hat er während seiner Arbeit auch Pilze geraucht, das kann schon sein. Rauch mich, ich bin ein Pilz. Ja. Aber er hat tatsächlich mittels Strommessungen, und zwar mit hochempfindlichen Elektroden, hat er die Kommunikation von Pilzen untersucht. Und zwar, damit ihr auch so ein bisschen über mich und über die lustigen Namen lachen könnt, lese ich mal vor, welche Pilzarten das sind. Also ich kann mich dabei nur blamieren. Also das ist der Speisepilz Flammulina velutipes, dann der australische Geisterpilz, da lasse ich jetzt den lateinischen Namen weg, der gemeine Spaltblättling und die, passt auf jetzt, die Puppenkernkeule. Da sagt der Spaltblättling zur Puppenkernkeule, hey Keule, da sagt der Geisterpilz, ey du Spalter. Ja, so in etwa. Kann man sich so richtig schön vorstellen. Also lass uns so ein paar Pilze essen, dann verleihen wir denen auch Konversationen. Habt ihr das früher auch immer gemacht, in der Stadt gesessen und nach dem Kneipenbesuch die Tauben intonisiert? Das war bei uns ein ganz beliebtes Hobby, weil früher gab es ja keine Nachtbusse, am Hauptbahnhof zu sitzen, da kamen immer die Tauben, da hat jeder eine Taube gespielt und die dann immer so gesprochen. Das höre ich jetzt zum ersten Mal, ehrlich gesagt. Das macht voll Spaß, das müssen wir mal machen. Ja. Also das nächste Mal treffen wir uns auf dem von der Marktplatz. ZOW. Und dann machen wir hier Tauben-Synchronisierung. Ja, das ist ehrlich. Ja, das oder ist wir machen es halt mit Pilzen, da warst du ja stehen geblieben. Ja, genau, oder mit Pilzen. Also, was erzählen die denn so? Was hat der gemacht? Der hat halt diese Elektroden eingesetzt und hat dann die elektronische oder elektrische Aktivität zwischen den Pilzen gemessen und hat und festgestellt, dass die zwischen einer und 21 Stunden so vor sich her brabbeln. Das ist ja schon ganz schön viel, also die unterhalten sich durchaus lang. Und hat dabei in den Spitzen Spannungen von 0,03 bis 2,1 Millivolt gemessen. So, und auffällig war wohl, dass jede Pilzart ein eigenes Muster der Spannungsspitzen, der sogenannten Spikes, aufweist oder aufgewiesen hat. Und also er vergleicht das mit dem Informationsfluss in den Neuronen letztlich bei uns. Weiß jetzt nicht, ob das vielleicht ein bisschen weit hergeholt ist, aber er sagt das so und hat dann noch mathematisch und linguistische Analysen draufgesetzt auf diese Messungen und hat festgestellt, dass die registrierten Muster, also diese Muster, die durch die Spannungsspitzen entstehen, dass die den Sätzen der menschlichen Sprache ähneln. Und er sagt, die Pilze hätten ein Vokabular von bis zu 50 Wörtern. Nicht schlecht. Ja, we are the Champignons, sage ich da. Ja, genau. Also bis zu 50 Wörter haben sie auch im Kasten. Allerdings, der Kernwortschatz ist nur 15 bis 20 Wörter. Wie bei Menschen. Wir benutzen ja auch nicht unseren ganzen Wortschatz im Alltag. Ja, genau. So, jetzt zum Abschluss könnt ihr jetzt nochmal überlegen, wer ist denn der brillanteste Rhetoriker unter den schönen Pilzen, die ich euch da genannt habe? Jeder darf einen Tipp abgeben. Der australische Geisterpilz oder der Speisepilz Flammulina velutipes oder war es doch der gemeine Spaltblättling oder die Puppenkernkeule? Die Puppenkernkeule. Ja, definitiv. Ich glaube auch. Ja, die Keule. Nein, es ist der gemeine Spaltblättling, der alte Klatschtante. Der ist so eine Klatschtante, genau. So eine fiese Zunge. Ja. Genau, ja, so ist das mit Pilzen, ne? Also das nächste Mal, wenn ihr im Wald seid, einfach mal auch ein bisschen zuhören. Ja, ich kenne da nur diesen Anti-Witz, so gehen zwei Männer durch den Wald, sagt der eine zum anderen, ey, guck mal einen Pilz, sagt der Pilz, na und?
Das waren immer früher diese Anti-Witze, die wir uns erzählt haben. Aber beim Taubensynchronisieren. Ja. Das sind ja die, wie diese Sponti-Sprüche ja. fast, ne? So dieses irgendwie lieber ein Tennisposter als ein Penis im Toaster. Also. Ach so, nee, da, dafür bin ich zu flach. Aber ich fand immer gerne, gut, geht ein Mann in die Bäckerei, sagt, ich hätte gern Weißbrot, sagt ja. er, tut mir leid, wir haben nur Schwarzbrot, sagt er, ist egal, ich bin mit dem Fahrrad da. Genau. Das waren so die Anti-Witze. War doch mal total eine Zeit lang richtig en vogue. Ja, ich kenne nur, geht ein Mann um die Ecke, ist die Ecke weg. Genau. Ach ja. Witz, lass nach. So, Regina, wie ist es dir? Wir haben ja auch noch dein Bier, Regina. Ja. Gut, dass du das, dass du das jetzt, nachdem du schon nicht gekühlt hast. Klonk. Sag mal, ja, das ist Naturkühlung, das war draußen. Das ist auch ich war das ja schon mal losgeworden und fühlte mich jetzt gar nicht mehr so zuständig. Ne? Ich packe das hier jetzt mal guck aus. Guck dir das mal an, das Pinkus. Das habe ich letzte Woche hier, das ist ja witzig. Boah, das war Gedankenübertragung. Das Pinkus habe ich letzte Woche aus Münster hier noch Kredenz, letztes Mal. Das tut mir leid. Nein, aber das ist jetzt das Pinkus Spezial, das hatten wir nicht. Alles das ist gut. Ja eh mehr, als das wir saufen können. Das ist perfekt. Das ist die perfekte Ergänzung. Aber wenn die Regina das mitbringt aus dem Biomarkt, dann seht ihr mal, was für gutes Zeug ich euch da angeschleppt habe. Schlecht. Boah. Eieiei. Wolf, was steht da? Wolfskraft. Das sieht mal richtig geil aus. Das muss man jetzt mal hier beschreiben. Also da ist einmal ein blauer Wolf auf einem, das ist alles Bio-Bier, das kann man schon mal festhalten. Dann gibt es einen blauen Wolf auf einer kleinen 33-Flasche und den Kronkorken, der ist auch richtig scharf, den muss ich retten. Das helle, frisch und exotisch. Dann haben wir eben ein Pinkus Spezial aus der Pinkus Brauerei in Münster. Dann haben wir ein Viva Bavaria Festbier, das ist so in dieser schönen Bügelflasche, auch richtig cool, Riedenburger, also ich habe viel zu schreiben für die Shownotes. Und obendrauf noch ein Neumarker Lambsbräu Fastenbier, ich habe fast gelesen Faltenbier, alkoholfrei für den Herrn Sommer. Fastenbier. Ja genau, das nehme ich. Ein Faltenbier für den Herrn Sommer. Aber ich würde angesichts der Menge würde ich vielleicht vorschlagen, dass wir nicht alle aufmachen, oder? Also ich würde super gerne dieses Wolfskraft probieren. Ich brauche aber nicht die ganze Flasche. Und ich will nur den Kronkorken auch einsacken. ja, wenn du und für dich, das, für dich darf ich dir das Fastenbier anbieten? Ja, bitte. Ich habe übrigens diese Kirsch-Limo probiert. Die schmeckt wirklich genauso wie früher. Kennt ihr noch diese Wassereis, die es überall gab? Wir haben früher nach der Grundschule, immer sind wir nach zwei Stationen mit der Straßenbahn, sind wir schon ausgestiegen zur Tankstelle. Und jeder hat sich 1 bis 10 Wassereis gekauft, die damals 10 Pfennig nur gekostet haben. Und Wassereiskirsch, wenn man das nicht gegessen hat, sondern hat auftauen lassen und dann hat man es getrunken. So schmeckt diese Limo. Ja, da kommt er ins Erzählen. Du auch? Hier? Ja, gib mir schon. Ich kann sonst auch noch ein Glas holen, aber es passt so, ja. Vor, also Beef, du verpasst hier wirklich eine schöne Rutsche Bier. Stell ihm doch was vor die Tür. Kann er sich wenigstens gleich noch an der Flasche schnüffeln. Viva Bavaria. Ich muss das gleich mal alles noch fotografieren. Das wird ein großes Foto diesmal. So, ich hatte eigentlich noch was anderes vorbereitet zur Belustigung. Darf ich das gerade noch kredenzen? Weil ich das total cool fand. Auch von heute im Stern. Hat auch wieder was mit Gesetzgebung zu tun. Kurioses neues Gesetz. Der aber kein. Hier. Ja, hier kein Prozess dahinter. Südkorea will alle Einwohner 1 Jahr jünger machen. Wie kann denn sowas sein, sag mal? Du als Hobbyjurist. Ja, es geht halt wahrscheinlich los mit: Du bist 1, wenn du geboren bist. Oh, ein Kenner der asiatischen. Ist das so oder was? Ja, das ist so. Ja. Das ist ein Grund, einer von zweien. Mhm. Aber du hast, also das ist so, dass zumindest es gibt auch Abweichungen, aber tatsächlich, das wusste ich auch nicht, im ostasiatischen Raum fangen die Altersangaben tatsächlich bei der Geburt mit 1 an. Also die überspringen das erste Lebensjahr und sagen, wenn du geboren wirst, bist du schon 1 Jahr alt. So. Und wenn man zum Beispiel im Dezember geboren wird, in Südkorea, meinetwegen vielleicht sogar am 31. Dezember, dann wird es richtig skurril, dann bist du am nächsten Tag, am 1. Januar, schon 2 Jahre alt. Ja, ist, nach Kalenderjahr konsequent. Richtig, weil das Zweite, was dazu kommt, ist, dass sie häufig, die haben da insgesamt 3 verschiedene Zählweisen, deswegen ist sowieso Chaos in Südkorea, aber die verbreitetste Zählweise ist
Auf jeden Fall, das machen sie wohl fast immer, dass man immer nur am Kalenderjahr älter wird. Also am 1. Januar werden alle ein Jahr älter, nicht am Geburtstag. Und das Zweite ist... Am 1. Januar ganz viele Geburtstagspartys. Ja, wenn die das dann so feiern. Auf jeden Fall wird es für die Alterszählung, springen die dann ein Jahr hoch. Ne? Und das Zweite, was dann in sich eine Abweichung ist, viele fangen tatsächlich bei 1 an zu zählen. Das heißt, am 31. wirst du geboren, bist ein Jahr alt, am 1. Januar bist du schon 2 Jahre alt. Aber es gibt auch eine Zählweise, wo du dann tatsächlich bei 0 anfängst, aber dann am 1. Januar ein Jahr alt schon wirst. Und vielleicht gibt es auch noch eine Minderheit, die halt ganz normal zählen. Und jetzt will der neue Regierungschef das eben per Gesetz ab 2023 alles vereinheitlichen nach westlichen Standards. Also die werden geboren mit 0 und werden ein Jahr älter an ihrem Geburtstag. Und dadurch werden halt alle mindestens ein Jahr jünger oder ganz überwiegender Teil zumindest. Ein Jahr jünger. Ja, das ist ja echt super witzig. Ich hatte gerade noch gedacht und finde es jetzt interessant, dass die das tatsächlich jetzt also gesetzlich umsetzen. Ich habe nur gedacht, ist ja eigentlich für die Wirtschaft des Landes schlecht, das so zu machen, weil, wie der Beef schon richtig sagte, alle am selben Tag mehr oder weniger Geburtstag, da feiern ja dann auch nicht alle. Wenn du das so hast wie wir, also ich meine, also die Geburtstagsbranche, ja, also Chips, Schokolade, Limo bei den Kindern und später geht's weiter, fassweise Bier und keine Ahnung was zum Geburtstag, das fällt ja fast alles dann weg. Ist ja, also da verschenkt man ja richtig eigentlich nicht. Du ist ja ein Booster für die Geburtstagsbranche. Die werden ja alle ein Jahr jünger. Das heißt, die leben damit ja quasi ein Jahr länger. Ich meinte, das alte Konzept verschenkt diese Geburtstage. Das stimmt, ja. Jetzt mit dem neuen Konzept ist es clever, ja. Das genau. Da steht bestimmt die Süßwarenindustrie hinter. Nein, es steht dahinter, dass es wohl einfach krass verwirrend war, in Südkorea innerhalb schon, aber auch im internationalen Umgang, das Alter korrekt anzugeben. Bist du volljährig? Naja, je nachdem, wie du rechnest. Ich bin 18, aber vielleicht bin ich auch 17 oder schon 19. Also wenn du am 31.12. bei Vollmond geboren bist, kannst du quasi an deinem dritten Lebensjahr schon Auto fahren. Ja, mit ein bisschen Glück wird das alles aufgerundet und dann... Ja, oder dich mit dem Pilz unterhalten. Ja. Ja, also grundsätzlich ist es ja egal, weil solange das Geburtsdatum ein Datum ist, ja, das Alter errechnet sich ja daraus. Also ich überlege auch gerade, wofür ist das denn wirklich wichtig? Weil das Wichtige ist ja eigentlich das Geburtsdatum, oder? Würde man meinen, ja. Ja, würde man denken. Tja. Das ist ja für ganz viele Dinge wichtig, wann du Alkohol trinken darfst, wann du Auto fahren darfst und so weiter. Also das wäre ja so, wenn du jetzt im Dezember geboren hast, dürftest du ja fast ein Jahr früher Auto fahren, als wenn du im Januar Geburtstag hast. Weil die Person im Januar ist ja fast noch ein ganzes Jahr 1 und wird dann erst 2. Das Baby, was am 31. Dezember geboren ist, dann aber schon 2. Also das fährt ja mindestens. Das ist ja wie bei der Einschulung, ja, wo du irgendwie. Plötzlich bist du ja der Jahrgangsjüngste und hast aber gar nichts dafür getan. Ja. Beef, wie ist das denn in Südhessen statt Südkorea? Da teilt sich die Familie einen Geburtstag. Genau. Genau. Ja, weiß ich gar nicht. Also ich glaube, es ist auch eher so die klassische westliche Zählweise. Ich wüsste da jetzt auch nicht irgendwelche besonderen Anpassungen, die da in diese Alterskategorien dann irgendwie ein bisschen reingreifen. Ich müsste jetzt lügen. Aber es gibt ja tatsächlich auch Länder, sage ich mal, bei denen vielleicht der Entwicklungsstandard nicht überall so wahnsinnig hoch ist. Da gibt es dann in ländlichen Regionen Menschen, die eben sich fortpflanzen, wie andere auch, aber dort dann auch kein Amt haben, wo man irgendwie sich eine Geburtsurkunde holt oder einen Ausweis oder sonst was. Und da geht man wohl häufig dann tatsächlich so vor, dass die Kinder, die werden dann alle irgendwann, kommen die zum Amt, dann kriegen die alle den 1. Januar als Geburtstag und gut ist. Ja. So. Aber dieses Bier hier, das ist lecker, das alkoholfrei, das Lamsbräu. Für den Ben wäre es nichts, weil es malzig schmeckt. Ja, das ist ja häufig bei alkoholfreiem Bier. Aber sehr lecker. Ja, ich habe das auch schon ein paar Mal getrunken. Auch das nicht alkoholfreie Bier ist sehr lecker von dem. Und das Wolfskraft, das ist auch sehr lecker. Also vielen Dank, Regina. Das
Pinkus mochte ich. Ich habe tatsächlich das Pinkus Spezial vor Ort getrunken, frisch gezapft. Das ist, kann ich auch sehr empfehlen. Und das Viva Bavaria, das heben wir vielleicht für den Beef auf. Beim nächsten Mal. Ach, das war ganz entzückend. Da bin ich ja fast gerührt. Ja. Ja, gerührt bin ich auch, weil streng genommen müsste ich jetzt hier mal unsere kleine Sirene suchen und abfeuern. Ich weiß noch nicht, ob es klappt, weil jetzt alles über mein Handy hier läuft. Aber stellt es euch einfach jetzt vor. Jetzt explodiert wahrscheinlich gleich beim Beef der Kopfhörer. Ja, gucken wir mal. Es ist bei uns allen. Oh Gottes Willen. Okay, Leute, das war laut. Also im Vergleich, ja. Die erste war bei Stufe 8. Jetzt habe ich auf 1 runtergestellt, Beef. Jetzt kannst du wieder reden. Ich mache das jetzt mal ganz vorsichtig auf und nicht nochmal auf. Drück nicht nochmal drauf. Oh, Alter Schwede. Das war jetzt eigentlich nur ein Spaß. Ja. Also ich bin jetzt wieder wach. Heieiei. Also, ja, ein Spaß. Also das war die feuchtfröhliche Podcast-Sirene, die ankündigt, dass wir die Stunde mal locker um 1:11 erreicht haben. Es rauscht und scheppelt jetzt hier auch ganz gewaltig. Ich glaube, wir haben den Beef, glaube ich, gerade gesprengt. Der ist so Rauch gebrutzelt. Das kann euch beruhigen. Bei mir war gar nichts. Also ich glaube, ihr habt euch selber nur irgendwie da massiv beschallt. Ich habe nichts gehört. Ah, okay. Ja, also jetzt ist ja eigentlich Quickie-Time. Ich habe auch einen Quickie, aber ganz ehrlich, ich habe auch schon relativ viel geredet. Wenn jemand anders einen hat, dann gebe ich zum Beispiel dem Prollo gerne den Vortritt. Ich habe was, um mal wieder zu den Ursprüngen zurückzukommen, nämlich Tiere. Der dänische Zoo in Dänemark, der dänische Zoo in Kopenhagen hat nämlich tatsächlich ein Panda-Pärchen, aber die wollen nicht so recht zur Sache kommen. Und nun haben sie sich eine Maßnahme überlegt, ob die erfolgreich war, weiß man noch nicht. Lass mich raten, die schicken die brasilianische Armee. Richtig, brasilianische Tanzpandas. Nee, nicht ganz, aber ja, was meint ihr denn, was könnte denn da als Maßnahme versucht worden sein, dass die beiden Pandas mal zur Sache gehen? Die gucken Pornos. Ja, hätte ich jetzt auch als erstes gedacht. Oder die Tierpfleger verkleiden sich halt Pandas und machen halt pantomimisch. Dein Beitrag geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Um Gottes Willen. Nein. Hatten wir nicht vor längerem schon mal so eine dänische Reporterin oder was? War sie auch Dänin, weiß ich nicht, die aus einem Swingerclub berichtet hat und oder eine Hörfunkreporterin? Mhm. Richtig. Die und war, dass die da vielleicht mit den bei den Pandas irgendwie war. Und da voll eingestiegen ist mit vollem Körpereinsatz, meinst du? An der Bambusstange getanzt. Ja, genau. Ja, es ist tatsächlich noch fast eine Spur bizarrer. Die haben nämlich einfach dem armen Bären, dass der mal in Wallung gerät, Urin von zwei anderen Männchen in den Käfig gekippt, um bei ihnen das Gefühl zu vermitteln, dass er Konkurrenz hat. Und mal ein bisschen hier sich Mühe gibt. Aber generell war wohl das Problem, dass er auch nicht so richtig verstanden hat, wie er das alles anstellen soll und hat dann irgendwie weiter lieber Bambus gekaut, als sich seine Partnerin Mao Sun an ihn schmiegte. Ja, also der Panda-Urin. Mal sehen. Wir werden berichten. Ja, ich meine jetzt mal ehrlich, wie fändest du das? Würde dich das irgendwie in Wallung bringen, Ben, wenn da irgendwie in dem Raum, in der Diskothek, ich meine, gehst du erst auf die Toilette und holst mal tief Luft, um dich in Wallung zu bringen, um das Mädel nein, auf der Tanzfläche zu Nein, aber es geht doch nicht um die Wallung. Ich bin es geht ja doch auch kein Panda. Es geht doch, wenn du irgendwie deine Angebetete oder auch Ehefrau oder irgendwas dazwischen hast und plötzlich taucht da so ein Typ auf, richtig, der die antanzt. Ja. Dann kaufst du vielleicht auch mal wieder das ein Blümchen. Ja, gut, aber der Ben regelt das auf der Tanzfläche dann anders. Wenn da sind dann nicht mehr so lange die anderen Typen. Nee, aber hat ja auch hier, wie heißt die Band da aus dem Ruhrgebiet? Die haben ja auch ein Lied über mich gemacht. Die Death Kassierer. On the Dance Floor. Ach so. When we come to town, there's death on the dance floor, meine ich. Nein, Quatsch. Also das ist natürlich klar. Die wollen eine Konkurrenzsituation schaffen und sagen, hier, komm, geh ran, Alter, sonst ist sie weg. Aber der hat es wahrscheinlich auch durchschaut und gesagt,
ich sehe überhaupt keinen anderen Panda. Warum soll ich jetzt meine Bambussteine hier liegen lassen? Aber sauber gemacht werden könnte man. Aber ja. Durchwischen könnte man. Ja. In so einem Saustein also. Kriegst du doch keine Lust. Und dann ist die Alte beleidigt davon getrabt. Ja, genau. Der hat es vielleicht auch gestunken, oder? Oh. Der Beef wollte noch irgendwas von sich geben. Er hat schon, aber ist egal. Er sagt nochmal. Nee, also im Prinzip im Gehege, wo sollen sie auch hin? Also ich meine, weil du eben sagtest, Ben, dann ist sie weg, aber. Ja, wenn das so schlau ist. Aber das ist ja sozusagen quasi im Subtext, wollten sie das dem doch ins Unterbewusstsein schreiben, ja. Mit den Gerüchen. Jetzt so. Noch ein Karlauer von mir, hoffentlich haben sie den Urin nicht in Sachsen bestellt, sonst klappt das nie was. Da Banda-Urin. Wie sagt denn Sachsen jetzt damit? Banda, so? Der Panda. Ein Panda-Urin. So aus Bordeaux. Der Panda aus Bordeaux. Schneid das bitte raus. Aber ist ja wohl so. Ich hätte gerne eine Flasche Panda-Urin. Ja, die Frau, die damals nach Porto wollte und mit sächsischem Dialekt im Reisebüro anrief, ich würde gerne nach Porto, die dann nach Bordeaux geschickt wurde, die hat ja tatsächlich nicht gewonnen, glaube ich. Mhm. Die hat nicht gewonnen. Schade. Den Prozess. Ja, außerdem wollen wir doch weiterhin auch Bier aus der Region haben. Da müssen wir uns wohl ein bisschen zurückhalten. Ja, wurde schon angekündigt. Aus dem Erzgebirge gibt es demnächst. Das Päckchen steht schon abholbereit da. Ja, das Päckchen ist jetzt wahrscheinlich wieder eingezogen. Schöne Grüße mal wieder. Ja, Grüße auch von mir. Ja. Unangenehm. So, wie sieht's aus? Regina, wie war das jetzt hier so? Im Sammelsurium live dabei. Also du wirst sehen, die Hälfte schneiden wir raus, weil das einfach so viele Längen hat und ständig irgendwie diese... Nein, es bleibt ja fast alles drin. Du hast Hell von den Ärzten im Schrank stehen. Ich wollte gerade sagen, es ist also... Das ist eine Ablenkung. Bei uns ist ja das Attraktive, dass du ja fast nicht schneidest. Ja. Eben, ich war jetzt gerade wirklich ein bisschen von der Rolle, weil ich hatte schon gehört, dass ihr eigentlich fast nichts schneidet. Ja. Und dachte jetzt so, wer hat jetzt recht? Nein. Also vielleicht, um das gut zu sagen, das meiste, was wir schneiden, ist tatsächlich akustisch. Also dieses ganze Grausche, Gegrissel, was wir haben immer wieder so technische Probleme, da gehen wir dran. Aber inhaltlich versuchen wir relativ unzensiert rüberzukommen. Also relativ. Zu meinem Leidwesen. Ja, und ich muss auch sagen, ich finde es toll, dass du hier bist. Und hast du noch irgendwas? Also das sind jetzt deine, du hast heute quasi die Gelegenheit, einen selbst ausgedachten Quickie zu erzählen. Weil Panda-Urin, darauf können wir nicht, Panda-Urin war es, ne, darauf können wir nicht enden. Also nee, was Schönes. Ja, aber ich bin jetzt echt, mir fällt, glaube ich, nichts ein. Nein. Okay. Also, wenn du nicht auf Panda-Urin enden willst, kann ich dir noch eine Story anbieten, aber die kann ich auch nächste Woche bringen. Ja. Dann nächste Woche. Komm, wir machen Cliffhanger. Nächste Woche kommt was Juristisches. Genau. Okay, ihr Lieben, also es war mir ein Vergnügen und ich glaube den beiden auch, dass wir mal wieder einen sehr sympathischen, mir ja bis dato unbekannten Gast hier hatten und auch Stammhörerin. Das soll Ansporn sein, auch für andere Hörerinnen und Hörer vielleicht uns mal zu kontaktieren, gerne Kommentare dazu lassen, uns zu beschimpfen. Da steht ganz besonders der Beef drauf und... Und dann auch gerne live hier ins Studio zu kommen, wo auch immer wir das dann aufschlagen. Also vielen Dank, Regina, für deinen Besuch und für die tollen Leckereien, die du uns mitgebracht hast. Danke, Sammer, dass wir dein Wohnzimmer verwüsten durften. Und ja, Prollo und Beef, zu euch muss man nichts mehr sagen heute. Nee. Verschmiert beim Sammer nicht mehr so viel Panda-Urin. Nee, wir trinken das jetzt hier noch aus, also nicht das Urin, das Bierchen, meinte ich jetzt. Und dann war es das auch für heute. Komm gut nach Hause. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao. Tschüss.